von der US Disaster September bei der WIB von El Valle, Mexiko. Gestern hat wir von, dass die Kinder der Älteren sollen gehorsam sein, in der Pfizer-Kapitel saß die erste drei Farge. Von der werden wir den vierten Farge betrachten. In der sage ich so, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Mich schien das so, hier in Farschfeuer als eine große Kraftbahn, eine große Help für die Kinder, um ihre Verantwortung gerecht zu werden. Wenn Väter ihre Verantwortung, dass sie aus Heimlehrer haben, gerecht werden, in der Familie biblisch anleiten, dort ist für die Kinder eine große Help, ihre Eltern zu gehorchen, gehorsam zu sein. Das zeigt hier, dass die Väter ihre Kinder nicht zum Zorn reizen sollen. Wodurch können Väter ihre Kinder zum Zorn reizen? Und das mit unvernünftigen Forderungen stellen. Zum Beispiel, wenn ein Geratetkind Dinge, verlangt, was kleine Kinder tun, Geratet tun dort überall nicht mehr. Und wenn sie dort machen, dann dort verlangt wird von ernt, dann schämen sie sich damit. Und dort steht ernt. Eure Kinder, für andere Menschen, ütmerken, Schleichfeilen merken. Zu der Tint sei, dort weißt du noch nicht, aus Exegrad wirst du, was du nicht bist, dann wirst du dort all. Dann wirst du auch mehr, was du nicht weißt. Und dort schifft dann üben neun zwischen den Vorder und der Tint, zwischen der Eltern und der Tint. Wenn wir über der Tint loben und freundlich Trag halten, wo dort fehlt, dann tragt dort taub. Und dann sagte den Sprüche, Kapitel 22, Vers 6, sagte, gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Wenn er hier sagt, dass wir das Kind warnen sollen, dann verstehe ich auch kurz darüber, dass das nicht was Theoretik dort einmal sein, dass das dann was vorig sein. Das wird mein immer wahrer, das Kind dort sein. Durch ein Arbeiten, ständig durch ein Arbeiten, belehren. Einfach prägen. Prägen meint, dort immer wahrer sein, dass das Kind dort abfoten wird. So ist dort in dieser Arbeit. Dort geht nicht mit einmal zu tun. Dort wird immer wahrer, was das Kind dort gesagt. Dann, wenn wir dort Gode in das Kind haben, nennen die Schwabt, dann sagt das hier, dort wird dort nicht verjähten. Dort wird Faust der Band sein, dort wird Faust holen und dort wird das geliert haben. Und ich möchte uns sehr gut merken, dort wie unsere Kinder lehren, in guter Weise lehren, gut abtragen, dort wie die Kinder waren, groß waren und einen guten Einfluss in diese düstere Welt anbringen. Dort die Kinder waren, dort die Jungs, dort waren verantwortliche Männer geben, in dem ja alles, dort waren verantwortliche Frühes geben, was dann mehr gute Einflüsse in dieser Welt nennen bringen wird, wo das so neidisch und fehlt. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen.